1, 2, 3, 4. Ich habe gerade jemanden kennengelernt. Sie sah mich an und lächelte. Was ich in ihr sehe, ist offensichtlich. Was sie in mir sieht, das wirft ein paar Fragen auf. Wie war die Show? Ich habe sie fertig gemacht. Und wie lief's bei dir? Ich habe sie gerettet. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten. Nehmen Sie einen letzten tiefen Atemzug. Die Wahrheit lautet, ich bin krank. Verliebt zu sein macht mich krank. Ready? May we start? Also, fangen wir an. Okay, dieser Trailer verrät ja jetzt nicht wirklich viel. Jede Menge Einblendungen von Titel, Pressestimmen, Namen, immer wieder Fetzen von Eindrücken, wo man aber auch nicht so wirklich weiß, wie sich das zusammenfügt. Ist natürlich gut, weil das nicht zu viel verrät. Das sieht auf jeden Fall skurril aus. Und Adam Driver und Marion Cotillard in den Hauptrollen ist schon eine spannende Konstellation. Und damit haben wir den Trailer zu Annette gesehen, den uns Alamode-Film voraussichtlich ab dem 16. Dezember 2021 in die deutschen Kinos bringt. Romanze, Drama, vielleicht auch Musical. Das sieht zumindest musikalisch aus und erzählt eben die Geschichte von Henry, der ist Stand-Up-Comedian in Los Angeles und es geht auch um seine Frau Anne, die wiederum ist eine bekannte Opernsängerin rund um den Erdball und beide zusammen sind ein sehr berühmtes, beliebtes Paar, er eher skurril und Grenzgänger, aber erfolgreich, sie wiederum eben auf der klassischen Bühne und alles wird sich aber ändern, als sie eine Tochter bekommen, die sehr früh schon ein sehr spezielles Talent haben soll. Was genau das ist, bleibt, glaube ich, hier im Trailer, zumindest soweit ich es gesehen habe, erst einmal verborgen, aber Adam Driver allein hat schon immer so eine spannende Präsenz, auch eine spannende Filmauswahl und deswegen hoffe ich mal, dass er nett was kann. Sieht auf jeden Fall arthausig aus und könnte sehr speziell sein, könnte aber auch verdammt gut werden, auch wenn der Trailer mich mit einem positiven Fragezeichen zurücklässt. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer zu Annette? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.